Und damit wieder mal ein herzliches Hallo hier aus Edencrafter von unserem Planeten, den wir schon begrünt haben, ja, oder der schon arg grün geworden ist. Ich finde das irgendwie klasse. Ich kann euch ja mal zeigen, was zwischenzeitlich passiert ist. Es ist schon eine Menge, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, ihr hättet arg was verpasst, außer dass ich eine ganze Weile rumgespielt habe. Weil es gibt da ja noch so einen Typen, der immer auf meiner Schulter sitzt, der monkt mich immer an. So. Da seht ihr mal, was passiert ist. Ich habe sozusagen mal hier oben die ganzen Vorkommen angebunden. Und das auf meine monkische Art. Muss halt alles parallel sein und etc. Sprich, ich habe hier mit dem Fahrzeug einfach mal den Graben bereinigt. Lasst uns mal landen. Jupp. So. Und mit der kleinen Drohne gucken, das geht besser. Sprich, ich habe hier das mal begradigt, damit die alle schön parallel laufen können. Die Mauer, die Betonmauer hier, da muss ich noch ein bisschen rummonken. Das kommt alles noch. Denn auf der Karte sieht das nämlich schon richtig schön aus. Guckt, haha, so muss das sein. So muss das sein. Ja, und die Rückmauer hier werde ich dann irgendwann mal mit Stein schön gleichmäßig ziehen. Hier oben sind eine Mauer ringsrum. Ja, jetzt haben wir hier Schwefel, wir haben Graphit, wir haben Basalt, wir haben Kupfer. Wir haben, ich glaube, Osmium war das da drüben. Und die mittlere Strecke hier, die noch frei ist, da möchte ich mir dann den Weg fürs Gold. Ja. Gold war hier hinten irgendwo. Mal gucken, wie wir das zu uns kriegen, weil manuell transportieren habe ich da keine Lust. Mal schauen, vielleicht kriege ich es ja hin, dass wir hier wirklich hier von hier aus wirklich eine Gerade hier rüber kriegen. Aber das müssen wir noch in Ruhe testen. Ja, ja, da schimpft schon wieder rum, was ich hier an Essen gebraucht habe. Das geht auf keine Kuhhaut. Ja, das ist der Stand aktuell. Ziel für heute ist es, zum einen habe ich jetzt genug Eisenplatten mit, natürlich nicht. Warum bin ich eigentlich zurückgeflogen? Wegen Eisenplatten. Hier ist übrigens auch noch Kobalt. Das muss auch noch mit da rein. Hier ist dann noch Quarz, das noch mit rein muss. Ja, ja, wir haben noch ein bisschen was an Sachen, die hier noch mit einfließen müssen. Ja, landet. Kann das in Ruhe aufladen? Klar. Eisenplatten dauert noch eine Weile. Weil wir haben ja nur den kleinen Vorrang oder Vorrat hier, der immer hier kommt. Ich habe es mit Absicht noch nicht viel größer gemacht. Denn das Eisen möchte ich getrennt davon ordentlich einbinden. Und da kommt jetzt das Lager ins Spiel. Wir haben ja das T1 Lager freigeschalten. Was ja sagt, alles was da drin ist, kann ich benutzen, ohne dass ich es im eigenen Inventar haben muss. Sprich, ich möchte mir hier, das Kupfer kommt ja hier weg, weil das haben wir ja oben. Das legen wir dann hier oben irgendwo mit hin. Aber ich möchte das Eisen hier unten lang, weil ich habe bisher hier noch kein anderes Eisen gefunden. Doch hier. Also ich könnte mir hier das Eisen hinlegen ins Lager. Ich habe mir das Lager schon mal... Das würde von der Größe her funktionieren. Dann müsste ich mir nur Glasplatten, Kabel besorgen. Und dann würde ich hier hinten die Eisenproduktion hinpacken, wo alles, was so an Eisenkleinteilen passiert. Dann würde ich daneben schön monkisch, wie ich immer bin, ein Lager hinsetzen für die Graphitsachen. Beziehungsweise für das Basalt, was wir hier in der Mitte auf der Fläche haben. Die würde ich dann auch so lassen. Ja, das ist so das Ziel. Und jedes Ziel fängt an mit dem ersten Schritt und das ist, wir markieren uns, was wir alles brauchen. So, er braucht 30 Glasplatten und 20 Kabel. Kabel müssten ja noch genug da sein, auch wenn ich das Kupfer abgeschlossen habe. Oder Draht. 20, so, haben wir schon mal 40. Weil die brauchen wir, wir wollen ja zwei Lager setzen. Zement hätte ich genug,
Eisenplatten hätte ich gerade auch genug. Ich brauche bloß noch Glasplatten. Und nun wird's wild. Glasplatten. Was brauchen wir denn für die Glasplatten? Silizium. Achso, und für Silizium brauchen wir jeweils Quarz. Wir brauchen praktisch 60 Quarz. Dann bin ich mal gespannt, ob uns, ups, oben unsere Quarzader so viel schon gibt. Notfalls müssen wir kurz warten. Ja, das ist das Ziel für heute. Mal so ein bisschen Effizienz reinkriegen. Ja, 20. 20 und der große. Ja, guckt. Und Strom müssen wir machen. Weil ich habe jetzt so viel hier gesetzt. Das ist das nächste. Ja. Das ist dann der nächste Punkt. Dass wir den Strom hier mal ein bisschen aufwerten. Aber lasst uns erstmal hier, wie viel brauchen wir? 60. 1, 2, 3. Da hält man dann 30. Kabel haben wir dann. Ja, das ist so das große Ziel, damit so mal ein bisschen, damit ich nicht mehr dem Zeug hinterherrennen muss. Und dann würde ich nämlich die Metallplatten und alles gleich rein, dann können wir das oben nämlich dann gleich reinziehen. So, wir brauchen nochmal 1, 2, 3. Dann hätten wir 60 mal Glasplatten. Das ist schon schön. Mit Shift, Klick, macht er immer in 10er Schritten. Das ist schon mal cool. Ja, es gibt so ein paar Tastenkürzel, die kriegt man so mittlerweile raus. So. Auf geht's, auf geht's. Das erste große Lager. Da bin ich ja echt mal gespannt. Und dann nochmal gucken, dass wir hier schön in die Ecke reinkommen. Die Drohne ist schon eine echt klasse Erfindung, muss man mal so sagen. So. Nicht genug Glasplatten, klar. Ich habe zwar Silizium gemacht, aber keine Glasplatten. Ich bin ein Depp. Amtlich und so, ihr wisst. Naja. Wenn man dann immer so verrückt ist nach den Sachen, dass man die haben möchte, dann kann man schon mal leicht verpassen, dass man Dinge nicht gemacht hat. Aber, naja, ein bisschen verpeilt gehört mit dazu. So, komm. Das Schöne ist, die Wartezeit hilft immer, Kaffee zu trinken. Also Prost in die Runde. So, dann nochmal 30, dann haben wir... Eins, zwei, drei. Seht ihr, ich kann zaubern. So schnell geht das. Hex, Hex. Ach, wie bei Bibi Blocksberg. Ach, hier war der Ausgang. Die Tür muss eine andere Farbe kriegen. Das ist irgendwie sehr irritierend. So, aber jetzt zu Beißis. Jetzt haben wir für zwei Lagerhäuser das Material einstecken. Nun muss es was werden. Ja, wie. Ja. Cool. Ha. Ah. Mit Baukran. Ist ja cool. Apropos Baukran, hier hängt im Baum mitten in der Luft. Aber jetzt nicht mehr. Vorher hing er hier noch in der Luft. Hat den Wärme wohl fällen müssen. Fels? Was? Ist das ein Loch in den Erdboden gestampft? Wollte ich nicht. Entschuldigung, Spiel. Alles so schön glatt gemacht hier. Da. Zack, der ist weg. Und das? Baumbuche. Haben wir jetzt einen Setzling gekriegt? Das gucken wir uns gleich mal an. So. Und dann soll hier praktisch... Da ist zwar schade bei der Aufgang zwischen den Bäumen, aber müssen wir mal sehen. Da.
natürlich jetzt schlecht, weil ich es nicht weiß, sind die in einer Linie. Wie gesagt, wenn mein Monk sich beschwert, dann habe ich eh verloren. Da kann ich nichts gegen machen. Es fehlt der Zement, weil ich so eine Linie gezogen habe. Ach, weil bis zum Zement dahinter ist immer so ein weiter Weg. Naja, das müssen wir alles mit ins Lager einfließen lassen. Dass ich da nicht jedes Mal losrennen muss. So, gib mir mal noch ein bisschen her. So. Ja, ich bin doch schon weg. Ich weiß, hier ist es heiß. So, jetzt nicht mehr. Da hinten ist echt eine Todeszone. Oh, guck mal, das Lager, es steht ja schon. Cool. Sieht irgendwie schick aus. Gefällt mir. Na, dann lass uns mal noch das zweite bauen. Achso, da. So. So. Wenn es geht, relativ weit gegenüber, damit ich nicht ganz so rumspielen muss mit der Verkabelung. Ja. Mal gucken. Ja, irgendwann lässt sich das sowieso nicht verhindern. Doch, es lässt sich verhindern, zumindest, dass ich... Ach, Mist. Seht ihr? Die sind gar nicht mittig, die sind... außerhalb vom Raster. Beziehungsweise lasst uns mal so machen, da erkennen wir sie besser. Machen wir so und dann hier die gelben. Da. Dann erkennen wir das nämlich besser. Manchmal hängt sich halt selbst ein bisschen im Weg. Nee, sieht gut aus. In der Zeit, wo das gebaut wird. Ey, das ist so cool. Mit dem Baukran finde ich klasse. So, und dann können wir hier schon mal den Beton wieder wegnehmen. Muss hier nicht rumstehen. Zip. Ja. Cool. So, jetzt können wir uns mal den Baum angucken. Hey, cool, ich kann einen Baum hier herstellen. Zack. Hey. Bäumlein wachse, Bäumlein wachse. Naja. Okay. Naja, dann müssen wir mal sehen, dass wir das Ding noch rausstanzen oder irgendwie schön machen. Ey, so ein riesen Lagerhaus. Finde ich irgendwie lustig. So, mal gucken, wie viel Platz haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 4, 6, 8, 9. 9 pro Sorte. Naja, in die Container passt mehr rein. Aber wir können ja die Container als Poller davor machen. So, wir können mal gucken. Kann ich noch so einen Container bauen, zufälligerweise? Nicht genug Eisenplatten. Ja, was auch sonst. Ich hole mal welche. Und dann können wir nicht dort hinten das Eisen reinlaufen lassen. Und hier noch drin. Dann kann der doch schon mal weg. Da. Hier ist... Und woher... Was waren denn die? Überall stehen die Container rum. Das ist Gold. Das war der Doppelcontainer. Ja, jetzt, ja, da war ja was. Ich bin schon gewundert, warum stehen da zwei Container? Eisenplatten. Nicht, dass wir wieder vom Plan abkommen. Und Strom als nächstes.
Ja. Ich weiß gar nicht, brauchen die Lagerhäuser Strom? Megawatt, oh Gott. Na, da müssen wir uns ein bisschen ums Strom kümmern. Vielleicht können wir ja hier so. Ah, ja, das sind zu wenig. Die bringen ja nur 7. Die Windräder haben ja nur 7 Energie. So. Was ich mal gucken wollte, war ja, ob wir den Container hier davor kriegen als Puffer. Noch einen zweiten daneben. Oh klar. Ja, das ist natürlich gut. Weil da kann der nämlich genügend produzieren. Und wenn wir doch mal mehr verbrauchen, wird schnell das Lager wieder aufgefüllt. Das gefällt mir. So, und da können wir jetzt rein theoretisch mal, nur mal jetzt so pro forma, damit das schon mal losgeht. Zack. Hier ein bisschen was rein. Ja, da kommt es jetzt einfach nicht auf Schönheit an. Sondern erstmal nur, wenn es reingeht. So. Jetzt erstmal nur drum, rein damit. Ins Lager. Nee, mach mal so. Naja, schön machen können wir dann später. Da können wir ja dann die Container sozusagen wegfallen lassen, die hier stehen, und dann die Bänder gleich ordentlich sauber reinlegen. Klingt für mich nach einem sinnvollen Plan. So. Wir wollen auf die Linie hier kommen. Weil mein Monk spielt jetzt schon verrückt. Aber es geht ja erstmal drum, dass es funktioniert. So. Gut, den Basalt haben wir jetzt, Beton haben wir jetzt nicht mit drin, aber wir haben erstmal die Sachen drin. Und die sollten rein theoretisch durchlaufen. Hingabe. Was mit den Sachen aus den Containern? Ja, das ist alles verschwunden. Das ist ein Fehler. Nee. Weil auch der Graphitcontainer leer war. Auch hier. Nee, hier Basalt ist drin. Wir haben da gestern testweise. Hier ist noch was. Hier ist was drin und das läuft raus. Irgendwo ist hier ein Wurm drin. Da habe ich die Sachen in der gestrigen Folge rausgenommen. Das testen wir. Wir müssen ja eh sehen, dass es funktioniert. Da hole ich uns einfach mal in Schwung und dann müssen wir mal schauen, dass wir das irgendwie hingepuzzelt kriegen. Bin mir jetzt echt nicht sicher, ob ich die Sachen rausgenommen habe oder nicht. Hier ist mal noch Platz. Da können die Träger rein. So, das kann hier schon mal rein. So, das kann weg. Ja, das kann auch weg. Oh, das Holz. Müssen wir mal gucken, was wir mit dem Holz anstellen können. Ich pack's erstmal in den Schrank. So, notiere mal. Ja, dann hole ich uns mal schnell ein bisschen Graphit, nicht Basalt. Basalt haben wir ja. Dann hole ich uns mal ein bisschen Graphit, dann können wir das testen, ob das alles ordentlich reinläuft. Und dann machen wir uns ans Eisen. Und so schnell bin ich zurück. Haha. Ja, der Flieger ist schon Gold wert. Gerade für die weiten Wege. So, haben wir gesagt, hier in der Mitte schmeißen wir erstmal alles rein.
Und dann sollten die Maschinen das machen. Na gut, die brauchen Wasser und Strom. Lass uns mal um Strom kümmern. Wie viel Defizit haben wir denn an Strom? 64%. Wo sehen wir denn das? Wasser kriegen wir hin. Beim Strom, wo sehen wir denn das, den Defizit am Strom? Also im Strommast, ne? Wir gehen mal in die Gefahrenzone. So, wir brauchen 317 brauchen wir und haben 175 und 7 pro Stück. Also wenn ich 10 hinstelle, haben wir 70. Wir brauchen aber viel, viel mehr. Wie viel Beton habe ich denn einstecken? Da müssen wir mal gucken, dass wir dann irgendwann mal ein größeres Kraftwerk hierher kriegen. Hey. Weil das bisschen Kraft, was wir hier haben, da ist jetzt der falsche Beton. Aber das bleibt ja nicht ewig. Ja. Mach's mal mit der Drohne, da geht es viel schneller. Das ist ein Windpark, oder? Reicht der Beton wieder nicht? Zum Glück sind wir nicht weit weg vom Beton. So, gib uns mal eine ganze Menge Beton mit. Ja. Irgendwann machen wir das mal schön. Das reicht mal nie. Die Fläche reicht doch mal nie. Für das, was wir an Windrädern brauchen. Halt. Aber wir setzen sie erstmal. Mal gucken, wie viel wir hinkriegen. So. 3x26 passt. So, und die Windräder kosten uns pro Stück Eisenplatten und Eisenstangen. Darf ich natürlich jetzt nicht genug einstecken. So, Eisenplatten. 36% Strom nur. Ach so, weil die jetzt auch noch losrennen. Das ist ja. Ja, vielleicht können wir. Ja, die Solar bringen ein bisschen mehr, nur tagsüber. Aber ja, ich will ja nicht nur tagsüber arbeiten, sondern. Wenn, dann soll ja hier Tag und Nacht geschuftet werden. Mal gucken, was wir hinkriegen. Zum Glück sind es nur ein paar Eisenplatten, ein paar Eisenstangen. Na. Warum willst du da nicht hin? Weigert sich beharrlich, da im Raster zu stehen. Naja, viel geht da nicht mehr. Eins noch. Wie viel haben wir denn jetzt? 300. Und da braucht immer mehr. Da braucht 400. Also die ganzen Windinger, das ist. Oh. Irgendwie stehen die in der Luft. Das ist nicht die Lösung. Oder kann nicht die Lösung sein.
Lasst uns mal reinschauen, ob wir vielleicht ein bisschen besseren Strom machen können. So. Energie, Solarpanel. Das wäre für tagsüber. Wir brauchen aber auch für Nacht. Da sind die wenig geeignet. Was hätten wir denn sonst zur Auswahl? Hat wir nicht auch irgendwo was mit Geothermie gestern gelesen? Wasserreiniger? Müssen wir vielleicht wieder irgendwas forschen? Nächsten Ziele. Geothermische Anlage. Verbundträger, beschichteter Stecker, Osmiumbohrer, Computer. Sprich, wir brauchen Osmiumerz. Also sonst baue ich mir ja einen Wolf. Osmiumerz. Achso, ich wollte mal reingucken. 100 und 100 Osmiumbarren. Oh Gott. Das ist eine ganze Menge. So, hier ging's raus. Hier haben wir ja noch nicht so viel. Aber ich glaube, wir haben Osmium schon angebohrt gehabt. Dann fliegen wir nochmal hinter. Und holen uns ein bisschen Osmium. Sollte ja am Container gelandet sein. Naja, wir verbrauchen halt nur Strom. Und produzieren halt relativ wenig. So. Du warst Osmium, oder? Ich hoff's. Osmium, zack. Aber wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Wupp. Weil die Entfernung scheint nicht so weit zu sein, aber wenn du so laufen musst, ist es doch schon ein bisschen. Die Frage ist, wo können wir jetzt die Osmium-Dinger machen? Ich es selber bauen muss. So, wir können noch mal gucken. Osmium, Erz haben wir und Barren. Also 100 Barren. Können wir die ja machen? Ich mache die mal schnell. So, das ist erledigt. Na dann. Osmium analysieren. Oh, so ein 650 Megawatt. Na, wer weiß, was wir dafür alles bauen müssen. Förderband V3. Das klingt schon mal gut. Fortgeschrittene Bergbaumaschine. Da gibt es auch noch ein Upgrade. Ein Tunnelbohrer. Geothermische Anlage. Da war sie. Da bin ich jetzt mal gespannt. Geothermische Anlage. Da. Ha. Osmiumbohrer. Können wir bestimmt hier machen, oder? Osmiumbohrer. Braucht Osmiumbarren und Eisenplatten. Osmium haben wir 8 Barren. Machen wir mal noch 8. Oder in dem Fall 10. Geht am einfachsten. Muss ich nicht so oft klicken. Sonst nutzt sich die Maus noch ab. So, die haben wir. Ach, 10 Osmiumbohrer. 10. Oh Mann. Ich glaube, das wird ein größeres Unterfangen. Da brauchen wir ja so viele Barren. Können wir noch so eine Maschine hier herstellen? Ein Teilhersteller? Die Barren werden in der Schmiede gemacht, ne? Ja. Eisenplatten. Puh. Naja, jetzt werden die Rezepte schon umfangreicher. Wir haben doch hier noch einen Platz frei. Dann lasst uns mal noch eine Schmiede hier herstellen.
reichen die Platten jetzt? Von da nach da. Hier, du stehst im Weg, mein Freund. Da steht immer im Weg. So. Die Platten. So, du sollst Osmium-Bahn machen. Hilfe. Dass ich grundsätzlich im Container lande, ist schon witzig. So, von da nach da. Du sollst Osmium-Bahn machen. Das scheint zu passen. Dann knallen wir das schon mal hier rein. Die Osmium-Bahn können schon mal hier rein. Da habe ich wenigstens Platz im Inventar. Komm, noch eine Heilung. Fliege ich nochmal los. Kostet ja nichts. Sollt ihr vielleicht gucken, was wir dann noch brauchen? Nicht, dass ich noch fünfmal hin und her fliege. Beschichtete Stecker. Ich glaube, Gold haben wir hier. Goldbahn haben wir genug. Das sollte erstmal kein Problem sein. So. Dann brauchen wir... Also Osmium-Bohrer ist klar. Die Bahnen werden hergestellt. Computer. Für Computer braucht er Platin. Kabel haben wir hier und für Platin brauchen wir Silizium. Sollte ich oben, bevor wir losfliegen, noch einen Container anfangen. Kupferplatten haben wir. Und Verbundträger. Die. Osmium-Legierung. Ein Eisenträger. Okay. Ups. Wo ist der Ausgang? Hier ist der Ausgang. Gut. Also wir brauchen hier noch einen Container. Ich hoffe, das Material reicht. Wir brauchen sozusagen ganz viele Metallplatten. Ja, komm. Dass da immer noch mal so nachdrehen muss. So. Gib mal noch ein paar her. So, dann haben wir hier Metallplatten. Naja, das steht ein bisschen jetzt im Weg, aber sagen wir so rum. Ist ja nicht für ewig. Ja. So. Mal Eisenstäbe machen. So, hast du noch ein paar Platten? Ja. So, dann müssen wir Silizium, also Quarz, in den Container laufen lassen, ganz dringend. Da werden wir eine ganze Menge brauchen. Naja, so. Bist du nach und nach dazu gezwungen, das ja doch zu machen? Auf lange Bank schieben ist da nicht. Ja, das reicht. Gut, das reicht. So, wir wollten Osmium holen. Uiuiui. Ja, es wird Zeit, dass wir die Sachen dann hierher kommen lassen. Ich finde die Kleckse, die überall so sind, noch so lustig. Sind das vielleicht auch die Fehler, die manchmal so sind, wenn man so rumhoppelt? Osmium müsste ja jetzt eigentlich wieder voll sein, oder? Ja. Ja, vor, wir müssten das ganze Zeug einsammeln. Ja, komm. Ja. Dann wäre das sozusagen schon mal erledigt. Machst du auch Osmium-Bahn? Ja. Tut er. So, dann brauchen wir Silizium. Mal schauen, wie schnell der Container voll ist.
bam, bam. Aber ja, es dauert halt alles ein bisschen. Geht nicht von jetzt auf nachher. Nehmen wir Timo noch mit. Mal hier vielleicht die Schmiede herstellen, es fehlt Zement. Irgendwo auf die Schnelle aus der Ferne mal ein paar Blöcke. Da. Wo uns die Hitze dahin rafft, können wir ja schnell mal hier die Schmiede machen. Wo ist der Eingang? Die haben wir nicht rum. Läuft rein und du machst uns bitte Silizium. Entschuldigung. So, da kannst du hier schon mal loslegen. Das nehme ich mit. Gut. So, dann wollte er Kupferplatten haben. Ja, so viele sind es auch nicht mehr. Ja, doch, wir haben noch. Boing. Hey, hängen geblieben. Achso, jetzt ist das Rezept weg. So. Beschichtete Stecker. Computer. Für Computer. Wieder 10 Stück. Und pro Computer brauchen wir 10 Platinen. Also brauchen wir 100 Platinen. Für 100 Platinen brauchen wir 5er-Platten haben wir oben. Und Silizium kommt. Dauert mir zu lange. Sprich, wir brauchen. Jetzt wird es nämlich dann langsam umfangreicher. So, dann passt mal auf, wir haben oben Kupferplatten. Wir brauchen so einen Teilehersteller, ne? Der braucht Platinen. Machen wir erstmal den. Zwei Platinen kriegen wir hin. Wir können ja mal sehen, das Material für zwei. Haben wir vielleicht noch Platinen einstecken hier irgendwo? Gummi brauchen wir nicht. Eisenträger brauchen wir auf jeden Fall. Zahnräder brauchen wir schon mal. Müssen wir nicht so viele herstellen. Eisenträger, Platin. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Silizium. Eisenträger haben wir für zwei. Zement. Habe ich da bestimmt auch in irgendeinem Schrank noch welchen. Da reicht. Zahnräder haben wir hier keine. Goldbarren. Nee. Rest. Ja, komm, Kupferdraht wollte er sowieso haben. Dann lasst uns mal noch 8 Zahnrädern. Dann haben wir die. So, wir haben jetzt Platin, wir haben Eisenträgern, wir haben. Ah ja. Hüpf. So, wir haben ja hier Platz auf der Fläche, dann stellen wir das mal hier her. Ah, geht natürlich alles wieder vom Strom ab. Aber was soll ich jetzt machen? Wenn ich das jetzt alles mit der Hand mache, so Teilehersteller. Ich stelle den mal hier her und den mal hier her. Dann brauchen wir noch zwei. Hey. Container. Machen wir einen hier. Nee, das ist der falsche. Der nützt uns ja gar nichts.
auch die Montagemaschine. Wir haben ja zwei Materialien. Ein Computer, also die Eisenträger reichen. Zement würde auch reichen. Vier, komm, klicken wir uns mal an. Stimmt ja, wir haben ja mehr als ein Material. So, Rotor. Für einen Rotor brauchen wir wieder Gummiriemen, die haben wir hier irgendwo. Da sind sie draußen in der Kiste noch. Wir haben doch Rotoren. Brauchen wir bloß noch zwei machen. Aber Gummi können wir trotzdem mitnehmen. Inventar wieder voll. So. Machen wir uns mal ein paar Rotoren. Naja, so hetzt man sich jetzt wieder von einem zum anderen. Aber nützt ja nichts. Wir wollen ja den Fortschritt. So. Bidum-bum-bum. Computer. Wir brauchen praktisch zwei Computer. Und für einen Computer brauchen wir 10 Platinen. Also brauchen wir 20 Platinen. Ja, haben wir gemacht. Erneuter Anlauf. Naja, ist mal was. Nicht, dass du hier verhungerst, mein Freund. Obwohl, verhungern können wir ja nicht wirklich. So. Das gleiche nochmal. Wir brauchen ja, ich glaube, zwei verschiedene Sachen. So, probieren wir es nochmal. Habe ich jetzt vielleicht Glück gehabt, dass es vom Rastermaß passt? Ja, nicht ganz. Oh, was ruckelt denn jetzt hier? Ist das, weil er so viel arbeiten muss? Dann müssen die Container noch ein Stück auseinander. Nehme ich mal an. Das machen wir wenigstens noch fertig. Stimmt ja, mit der mittleren Maustaste kannst du es ja kopieren. Der war falsch. Da. Und der ist auch falsch. Ja, so langsam gewöhnt muss ich an die Tasten. So, Bänder haben wir noch. Da rein. Da rein. Oh, macht denn der ja? Riesen. Der Container verkehrt rum. Nee. Ja. Der Adler ist gelandet. Ups. Na, jetzt wird's hier. So. Und du, Ding, sollst machen. Wo sind wir denn jetzt abgebrochen? Gedanklich. Wir wollen den machen. Osmiumbohrer. Osmiumlegierung müssen wir machen. Verbundträger, Computer. Für Computer brauchen wir Platin. Also machst du uns mal hier Platin. So, und für Platin brauchst du Kupfer und Silizium. Und Silizium holen wir uns gleich oben. Okay. Kupferplatten und Silizium. Haben wir schon ein paar Kupferplatten, die wir reinwerfen können? Aber Silizium haben wir nicht. Okay. Und das nächste war Verbundträger, beschichtete Stecker. Ich bin dafür, wir machen das der Reihenfolge nach. Pass mal auf. Mach mal ein bisschen Platz im Inventar. Das kann hier schon mal rein. Wir holen das Material von oben. Sortieren. Guck
Kupferplatten können auch schon mal hier rein. So. Dudadam, bam. Dadadam. Ich sollte ja eigentlich einen Container voller. Ja, ich weiß. Na toll. Ein Container voll. Wie war das mit. Nur die Hälfte im Kopf? Autsch. Das tut doch weh. Gib uns das wenigstens schon mal mit, da können wir schon mal was herstellen. So. Er kann das schon mal hier rein. Und die Kupferplatten in den zweiten Container. Läuft. Ist irgendwie dumm gelöst, weil wenn ein Material schneller nachläuft oder mehr gebraucht oder weniger gebraucht wird, dann läuft ein Stack hier zu. Und irgendwann ist die Maschine voll. Gut. Schritt 1. Müssen wir mal in die Werkbank gucken. Jupp. So, also wir gucken noch mal. Für dieses Rezept, wir brauchen Verbundträger, Zahnräder und Osmiumbahn. Ach, das sind die falschen da. Osmiumlegierung, müssen wir mal gucken. Wir haben doch so einen Legierungshersteller gefunden. So, und für den Computer, Platin haben wir, Kabel. Also Platin laufen, Computer. Ja, wisst schon. Platin werden gemacht, Kabel haben wir. Also die Computer hätten wir, die Osmiumbohrer. Osmiumbahnen laufen durch, Eisenplatten laufen auch durch. Kriegen wir hin. Beschichteter Stecker, Goldbahn haben wir, Kupferbahn. 30 Stecker, also 60 Barren jeweils. Und das kriegen wir dahin. 60 Goldbarren. 1, 2, 3. So, kriegen wir jetzt 60 Kupferbarren hin. Noch. Weil es wurde ja nichts mehr angeliefert. 1, 2, 3. Okay. Dann. Kann der das doch für uns erledigen, oder? Hoffe ich. Die Stecker, genau. Da kann der die jetzt sozusagen fertig machen. So, in der Zeit hole ich mal schnell das Silizium. Dass wir dann auch die Platinen fertig haben. Badam, badam, bam, badam. Ja, komm, ist. Mal sehen, wie viel in der Zeit durch ist. Alles mit. Ja, ich bin doch schon weg. Das sind nur für so bestimmte Ecken. So, na klar, wenn ich jetzt ja das hier reinschmeiße, dann läuft das zu. Außer ich beeile mich und hole mal noch eine ganze Menge. Das war ein bisschen viel. Also eine ganze Reihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Bräuchten wir eigentlich noch einen Container, wo die Platinen reinlaufen, ne? Wir brauchen ja auch ein Ergebnis. Dann können die Platinen hier rein und hier die Stecker 30, haben wir fertig. Okay, cool, die Stecker haben wir fertig. Computer wäre dann der nächste Schritt. Wie viele Platinen brauchen wir? 100 haben wir gesagt, ne? Osmiumbahn.
Waren die hier jetzt? Das war jetzt für was die Osmiumbahn? Für die Bohrer? Oder für die Verbundträger? Hier wurde Legierung und Eisenträger und Osmiumbohrer machen. Wir brauchen 10 Stück. Also 80 Bahnen und 64 Eisenplatten. Den ganzen Kupferquatsch würde ich mal einstecken. Kupferplatten waren hier. Hey. So, Osmiumband. Aber es hat 80. So, dann brauchen wir Eisenplatten. Vergessen wie viele. Aber wir haben ja unsere Maschinchen, die das für uns machen, oder? So. Osmiumbahn Eisenplatten. 8 zu 8. Also Eisenplatten hier rein. Osmiumbahn hier rein. Dann sollte er das jetzt machen. Sieht so aus. Ah, los, das letzte Rezept noch. Und jetzt noch die Verbundträger. Und dann wird's wild, weil dann brauchen wir die hier. Osmiumlegierung. Goldbahn und Osmiumbahn. Und 40 Gold und 40 Osmium. Das kriegen wir dahin noch. 40 hiervon. Zack. Und 40 hier. Ach, wenn das Material dann alles hier angekommen ist schon. Und wir das nicht mehr alles manuell zusammentragen müssen. Legierungsmaschine. Die braucht wieder Wasser. Wenn noch irgendwo ein Anschluss, ja. Legierungsschmiede. Ja. Steht ja schließlich nicht für ewig hier, oder? Ja. Also witzig. Es fehlt immer eine Handvoll. Angefangen hat es mit einem Lager. So, Osmiumlegierung, wir brauchen das und brauchen das. Achso, das ist natürlich jetzt doof. Wenn es schon mal voll ist, ist es schon mal voll. Wir tragen es mal zusammen. Was ist denn jetzt schon fertig? Die Bohrer. Sind fertig, okay. Und dann nehmen wir die mal raus. Dann haben wir hier Platin. Wir brauchten 100, ne? 20, 40. Bin ich, renne ich nochmal los. Für die Computer. Und können wir die Computer nicht auch hier drinnen machen? Da. Platin und Kabel. Kabel 20. Und noch ein paar Kabel. So, dann schmeißt du hier die Kabel rein und hier die Platin rein. Und machst uns Computer. So, das läuft.
Computer laufen durch, ein Verbundträger waren das andere. Verbundträger, Gott. Habe ich bestimmt wieder irgendwas vergessen. Das reicht bestimmt nicht. Das reicht nicht. 4 zu 2. Osmoligen 4. Wir brauchen 20 Verbundträger. Also 20 mal. Also 80 Osmium-Legierung. Ja, Freunde, dann dauert das mal noch eine Weile. Ja, ich mache das mal fertig für die nächste Runde. Und dann können wir in der nächsten Runde unser erstes Geokraftwerk setzen. Mal schauen, wohin. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen, für euer Interesse. Ihr seht, es geht voran, es macht Spaß. Ich genieße es richtig. Also eure Meinungen, Gedanken, wie immer gerne in die Kommentare. Like die Folge, abonniert den Kanal. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, weil manchmal wird die von YouTube wieder deaktiviert. Weil dann kriegt ihr sofort eine Nachricht, wenn die nächste Folge online geht. Ansonsten, Tschüssikowski, bis morgen und bye bye.